Dann können wir da am besten direkt wieder in die Dings rein, ne? In die Halle, oder? Drohne fliegt. Soll da jetzt Schnelldurchgang machen? Da ist noch einer. Das ist ein Luftabwehrsystem. Jetzt sind's drei. Das macht fünf. So, die am Heli und so, die sind alle markiert. Scheiße. Na klasse, Schlaumeier. Wir wurden entdeckt. Sorry, das war jetzt mein Fehler. Ja, guck, jetzt darf Yvonne noch einmal und dann mal es geht. Nein, das Ding war, ich hab auf seinen Kopf gezielt. Und hast daneben. Will schießen. In dem Moment macht er so ein Whoop nach vorne, so einen leichten Wackler nach vorne und schießt komplett daneben. Ja, supi. Weißt du, der hat so einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, in dem Moment, wo ich gerade schießen will. Oh, ja, scheiße. Klassiker, ne? Dass die auch immer rumhampeln müssen, wenn man sie töten will. Schlimm. Ja, ehrlich. Ja. Nimm es doch einfach hin wie ein Mann. Was? Was? Hm. Hä? Hm? Was? Komm. So. Dann nochmal. Ich glaube, diese Mission ist verflucht. Ein Drecksack weniger. Die auf der rechten Seite. Ja. Die ganzen Trupps. Die Truppe ist absolut in Alarmbereitschaft, ne? Nur zur Info. Ja, die waren kurz verdächtig, aber die sind jetzt wieder weg. Ja. Also, aber die gucken alle noch hier in die Richtung. Ja, wenn du jetzt dich hinlegst und rumkrabbelst, dann sehen die dich nicht. Ja. Fällt ja auch nicht auf. Wir sind auch nur Leute, wir machen mit eure Übung. wir machen Sondereinsatztraining. Mhm. Genau. Ich schalte das Ding wieder aus. Der Tango ist hin. Das Ding ist, wenn du halt weißt, wo die Gegner sind, kannst du halt auch mal einen Schritt schneller zulegen, weißt du? Ja. Wenn. Na, die stehen immer gleich, Kev. Die verändern sich nicht. So, Störsender ist aus. Diesmal habe ich ihn am Generator sofort erwischt. Machst du aus? Okay. Ich markiere hier eben die anderen. Jo. Zwei. Dann haben wir die beiden hier. Und die am Heli. Okay. Noch stehen die beiden, die jetzt normalerweise wandern. Ja. Hat einer rechts den? Ich weiß jetzt nicht, ja, ich bin von rechts, ne? Warte mal. Den rechten meinst du, Markus? Ich hab den linken im Visier. Ich hab den rechten. Okay, 3, 2, 1. Aber wir haben das Uran. Jawohl. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Dann hab ich ab in der Halle, wa? Weil deiner in dem Moment genau den Kopf von meinen genommen hat. Muss ich stark schießen. Ja, ich hatte schießen. Auch noch Vorsicht habe auch noch mit angevisiert. Dann haben wir nämlich das schon mal weg. Ja. Ich dachte, wenn die beiden da schon so ruhig auf uns warten, da. So. Mal die Waffen von denen mitnehmen. Ich hab den rechten. Warte. Wenn der nicht so rumhampeln würde. Was macht der da? Husten oder was mit dem los? Der hat Corona. Ich hab den linken. Okay. Der hampelt auch so rum, der hampelt jetzt auch so rum. Okay. Nee, der steht einfach nur so in der Gegend rum. Der also ich bin jetzt. Auf ja. dem rechten. 3, 2, 1. Bestätigt. Schön. Haben wir? Oh, jetzt sind noch die beiden am Heli. Aber das Gute ist, ich habe vorhin gemerkt, die kann man getrennt voneinander machen. Die sehen sich nicht gleich. Ja. Aber scheiße, jetzt stehe ich auf irgendwas, ja. Gut, ich könnte jetzt den rechten nehmen, wenn jemand auf den linken.
Mann! Oh oh. So ein Scheiß, ey! Nie wieder die gleiche Kacke! So ein Scheiß, ich hatte den genau im Visier und dann macht er wieder irgendeinen Scheiß-Hampelkack, Alter. Es ist doch zum Kotzen. Ruhig. Es ist. Alles gut. Ärgerlich, aber was willst du jetzt machen? Vielleicht sollten wir mal wieder mit ein bisschen Ruhe dran gehen, nicht so schnell. Mhm. Das ist ja nämlich auch so die Gefahr, ne? Wenn man jetzt eigentlich weiß, was kommt. Ja, du, genau, wollte ich gerade sagen. Denkst, ja, das kriegen wir schon hin, das haben wir schon mal gemacht und. Ne? Mhm. Ja, jetzt machen wir das Ganze nochmal in Ruhe. Sieht aus, als wird es gleich dunkel. So. Was wir vielleicht ein Ticken einfacher machen könnte. Ja, ich versuche mich jetzt hier zu beeilen, dass die beiden da vielleicht noch stehen, ne? Mhm. Willst du nicht trotzdem den Generator ausschalten? Ja, ich bin am Weg, ich bin am Weg. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Ich bin am Weg. So, Störsender ist aus. Die Drohne fliegt. Sehe ein Luftabwehrsystem. Da ist noch ein Tango. So. Da ist die 5. Jetzt laufen die anderen beiden. Die hier vorne stehen noch. Ein Drecksack weniger. Wisst ihr, Leute, sobald wir in der Luft sind, bricht hier die Hölle los. Hier steht gar keiner. Aber wir haben das Uran. Die schießen doch nicht auf uns, oder? Wir haben den Generator steht gerade. Hier steht er. Ah, da ist er. Ich habe mich nämlich gewundert, da steht da gar nicht, wo er sonst steht. Ja, noch stehen die beiden hier. Die anderen beiden stehen noch, dafür laufen jetzt die auf der anderen Seite. Ich habe den linken. Okay, ich habe den rechten. Okay, warte, der hustet gerade noch. Oder fummelt an sich rum oder was auch immer. Okay, 3, 2, 1. Schön. Gut. Okay. Ich würde sagen, erstmal in die Halle und dann erstmal kurz durchatmen. Ja. Ja. Und erstmal gucken, wie sich jetzt die anderen beiden da verhalten. Ja, genau. Weil die bewegen sich nicht, obwohl die stehen. Nee, warte. Die bewegen sich. Ja, ja, pass auf, da kommen zwei angelaufen. Mhm. Ja, das sind ist die, die sonst da stehen. Die laufen wahrscheinlich erst hier hin, weil wir drüben wahrscheinlich ein bisschen länger gebraucht haben. Haben die sich dann immer dahingestellt, dass sie sich dann gleich nochmal auf dem Rückweg dahinstellen oder so. Und die laufen schon die ganze Zeit, die haben gar nicht gestanden. Komischerweise. Okay. Als hätten die Rollen getauscht sozusagen. Na, wahrscheinlich bei Nacht, da erinnert sich das nochmal. Da sollte man vielleicht warten, bis sie wieder nach rechts laufen, ne? Mhm. Sollen die jetzt wegzuschießen, wenn der eine da noch am Heli steht? Der sieht das ja sowieso, deswegen. Wenn die beide jetzt umkippen, sieht er das. Ja, deswegen, die laufen jetzt gleich, die laufen jetzt eine kleine Runde und laufen dann wieder nach rechts rüber. Und da hätten wir dann die Möglichkeit, müssen wir halt jetzt mal ein Momentchen warten. Das ist dann einfach so, ja. Bringt ja nichts. Nee, alles gut. Ich weiß nicht, ob der jetzt rechts, wenn der jetzt weggeschossen wird, der am Heli steht, der rechts am Heli steht, ob der jetzt okay. Ich würde warten. Okay. Ich würde wirklich warten, bis die anderen beiden weg sind, dass wir wirklich auf der sicheren Seite sind, sonst machen wir nämlich das Ganze nochmal. Ja, das stimmt. Ich glaube,
Vielleicht bleiben die ja gleich wirklich nochmal stehen, dass man so besser kriegt, ne? Bleiben nicht stehen, oder? Nee. Die laufen. Also auf die laufen wieder in unsere Richtung. Also ich gehe mal komplett runter vom Boden. Vielleicht sollten wir sie jetzt eben platt machen. Wenn ihr könnt. Ich weiß es nicht. Dann würde ich warten. Wenn ich ehrlich bin, wenn wir jetzt da was platt machen. Warte mal, die gucken hier in die Richtung, oder? Oder wenn die halt auch. Oder wenn die jetzt gleich wieder auf dem Rückweg nach rechts sind, dass wir sie dann platt machen. Wenn die in die andere Richtung laufen. Weil die werden wohl nicht stehen bleiben, ne? Keine Ahnung. Markus, was meinst du? Keine Ahnung. Ist jetzt schon so oft schief gegangen. Die laufen wieder zu dem einen und zurück. Eigentlich müssten sie alle drei rechts wegschießen. Eigentlich müssen wir sogar alle vier drauf, weil der links ist ja auch noch einer. Jeder auf einen, ne? Wäre auch eine Möglichkeit. Wenn er das schafft, zwei Leute auf die bewegenden Ziele und zwei auf die stehenden Ziele. Aber dann muss es wirklich zu genauestes passen. Weil ich kann von hier zum Beispiel den rechten schießen. Wenn er sich nicht dann in dem Moment wegduckt. Das muss halt passen jetzt mit vier Leuten. Mit einem Schuss. Das ist halt die große Frage. Passt das? Kriegen wir das hin? Das ist, ich habe keine Ahnung. Da, wo der Markus jetzt liegt, wenn wir jetzt erstmal die beiden, die jetzt hier wieder kommen, wenn die relativ weit rechts sind, ausschalten. Das war jetzt auch mein Gedanke. Ja, welchen würdest du denn nehmen? Den vorderen oder den hinteren? Ich würde versuchen, den hinteren zu holen. Okay. Ich lege mich jetzt auch mal hin. Wann würdest du denn wohl? In der Bewegung ist mal schwierig. Das zu sagen. Ja, vielleicht wenn die jetzt auf uns zukommen. Also es wäre jetzt bei mir der rechte, ne, den ich nehmen würde, ne? Ja, ich würde den mit dem Visier nehmen. Ja. Und du den mit Sturmmaske und Hütchen. Ja, dann komm mal, lass das doch jetzt. Wenn die jetzt hier kommen. So, jetzt. Moment. Ihr nehmt die beiden Wegen ja. Rechts. 2, 1. Ja. Jawohl. Tango getroffen. Sehr nice. Okay. So, dann sind die jetzt erstmal aus dem Spiel raus und dann könnten wir theoretisch die beiden am Heli nehmen. Macht ihr das auch? Oder soll das... Ja, warte mal, diesmal mache ich es ein bisschen ruhiger. Warte. Ja, alles gut. Die Kiste. Den rechts zuerst, aber ich will erst mal. Du würdest den rechten nehmen? Ja. Sag, wenn du soweit bist, ich habe den linken im Visier. 3, 2, 1. Nice one. So, und jetzt zum Heli. Kann sich hier einer an die Dings setzen, an die Waffe setzen vielleicht? Ja, mache ich jetzt. Ich sitze jetzt links an der Waffe, oder? Ich sitze rechts an der Waffe. Okay. Alle drin? Ich habe ein Überall von Luftabwehr, die euch vom Himmel holt. Da kommt man. Finden wir es raus. Naja, bleib locker, ich muss runter. Das ist jetzt beim Dunkeln tatsächlich ein bisschen schwieriger. So. Du machst das schon. Genau, wir vertrauen dir. Ja, ich versuche es mal ein bisschen langsamer zu machen, dass ich ein bisschen tiefer fliegen kann. Das Blöde ist, man sieht halt kaum was, ne? Steuerkreuz rechts, da hast du Nachtsicht. Ja, ich hab grad so geguckt, aber da sehe ich weniger. Okay. Und was? Muss halt einfach ein bisschen langsamer machen, bis jetzt die anderen Helis kommen, weißt du? Ja, bleib locker. Antworten Sie! Wir dürfen hierher fliegen, wir sind berechtigt. Reicht das als Antwort? Wahrscheinlich nicht, ne? Testflug. Oh. Weißt du, ich hab Griffin gesagt, ich finde raus, wie man das Ding fliegt. Ich hab einen Flugschein. Aber nicht für Helis?
Wie schwer kann das sein? Da hat Griffin den richtigen. Und vielleicht mal gucken, ob ich die anderen kriege da, die anderen Hebels. Das ist die letzte Warnung. Na, beruhig dich doch. Hat er nicht eben schon gesagt, das wäre die letzte Warnung? Ja. Der lügt ja voll. Sind wir da? In welche Richtung müssen wir denn jetzt? Wir haben die halbe Unidad gerufen, um uns aufzuhalten. So, ab jetzt können wir schießen, ne? Ja, genau. Festhalten. Es wird ungemütlich. Der Hubschrauber ist der Beweis für das, was die Russen planen. Er darf nicht zerstört werden. Außerdem wollen wir nicht halb Bolivien verstrahlen. Das Problem ist, die Kanonen haben halt nur einen bestimmten Winkel. Richtig, und das ist genau das, was mich auch gerade... Ich komme nicht ran an den. Es ist Rakete im Anflug, Großwahlzeit. Und ich sehe jetzt, ich sehe nicht, wo müssen wir denn hin? Ich sehe nichts. Da, okay. Das ist mein, alles klar. Ja. Ich kann halt auch von hier nichts machen. Ja, wir gehen jetzt mal hin. Okay. So. Mindestens 6 Mal dachte ich, wir sind da. Ich habe 7 gezählt. Gute Arbeit, schicken wir ein. Je schneller wir den Radio abziehen. Kevin, willst du mal mit dem Typen da reden? Ja, bin dabei. Du musst rangehen und Viereck drücken, Kev. Hab ich doch. Zumindest haben wir sie vom Schreibtisch weggekriegt. Bei all den Moskitos hier. Drohne steigt auf. Wieder zurück. Besser Moskitos als Bürointrigen. Das ist ein Heli, aber der verschwindet gerade. Du musst die Dekontaminierungseinheit kontaktieren, um die Ladung zu prüfen. Warum warten sie mit ihrem Team nicht drin? Weil der gerade auf uns zufliegt. So, dann mal los. Jetzt zu Fuß dahin, ne? Ja, genau. Würde ich einfach so. Treppen. Treppen? Wo? Ist ja nicht weit. Das rennt ja schon ohne mich los. Die sind ja nett. Ja, bei der Forest war es immer andersrum. Da seid ihr weggerannt und habt uns stehen lassen. Richtig, und diesmal, jetzt rechnen wir uns eigentlich nur. Aua. Gut gemacht, Kev. Warum die Treppe nehmen, wenn man den Fels runterspringen kann? Ja. Hey, die Treppe kam auf der anderen Seite. Ah, da ist noch eine Treppe. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich hab nur die erste Treppe gesehen und die zweite nicht. Ja, dann geh du mal in die Tür rein. Ja. Hey, das kann ich auch nochmal zum Highlight, zum Ende der Folge, beziehungsweise der Mission. Nee, ihr müsst da rein, wir müssen da in die Tür rein. Gott sei Dank. Ich weiß, Mission beendet, wenn nichts weiter dazwischen kommt. Jetzt zack, abgestürzt, ne? PlayStation abgestürzt. Naja, wir dürfen nicht schon mal. Ich hoffe, auf den kleinen Bruder aufzupassen, bereitet nicht zu viel Probleme. Können wir über was anderes reden? Irgendwas? Nomad, darf ich euch John Kozak vorstellen? Einen der schlauesten Kerle unter den Rekruten. Kozak? Schon von mir gehört? Ja, ein bisschen was über den Flur, aber nur Gutes. Ich bin froh, dass Ihr Team hier einsatzbereit ist, Nomad. Wenn die Russen Wind davon kriegen, dass die USA involviert sind, wird es heiß in Washington. Was ich so von der Unidad höre, gibt es einen Machtkampf innerhalb der russischen Regierung. Sie konnten nicht sagen, für welche Fraktion sie arbeiten. Moment. Denen ging's nur um die Farbe ihrer... Aha. Wie viel? Mist. Wir haben ein Problem. Wo liegt das Problem? Ein Teil des Pakets, das Sie geliefert haben, fehlt. Was? Wie viel? Genug, um es nicht ignorieren zu können. Wir müssen es uns holen. Sofort. Wir müssen auch nochmal rein. Sir, wenn Zeit ein Problem ist, sollten wir Bowman einschalten. Wer muss auch nochmal rein? Irgendwas fehlt, wir müssen noch was holen. Legen Sie los. Bei mir stand Einsatz abgeschlossen. Wir haben ein Problem. Wir haben eine Ladung Uran auf dem Weg nach Russland abgefangen, aber es fehlt etwas. Ich muss wissen, was Sie wissen. Was? Davon spreche ich zum ersten Mal. Treffen wir uns jetzt mit anderen Leuten? Ist eine interne Ghost-Sache. Familie geht vor, verstanden. Ich hörte die Rede, dass Santa Blanca eine Lieferung zu einem Güterbahnhof in Ekaterina transportiert. Das könnte Ihr Ziel sein. Danke, ich schulde Ihnen was. Nein. Ich schulde Ihnen nur weniger. Kozak, fahren Sie zurück zur Unidad-Basis und versuchen Sie herauszufinden, wo die Ladung hin ist. Nomad, bringen Sie Ihre Leute nach Inca Kamina und folgen Sie der Spur. Okay, für mich. Mal sehen, wer von uns zuerst Gold findet. Hey,
Das ist kein Spiel. Bleiben Sie wachsam und versauen Sie es nicht. Wir sehen uns im Ziel. Ja, ich sag mir immer, ich war damals auch so. Seid ihr immer noch da drin? Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Er ist der beste Techniker, den ich kenne. Ein echter Zauberer. Wir hätten ihn fast an Skelltech verloren, aber zum Glück hat er den Einsatz vorgezogen. Eine der jüngsten Ghosts. Normalerweise sind sie etwas reifer. Ich wollte sie nicht in Frage stellen. Das tue ich schon für uns beide. Der Kleine mag grün sein wie ein Kuckerblatt, aber sie werden sich noch wundern, wenn es um Soldaten wie uns geht, ist er die Zukunft. Wenn er dann noch lebt. So. So. Cool. Hätte nicht geschafft. Das ist ein Güterbahnhof, würde ich sagen. Was ist ein Güterbahnhof? Na, wir müssen nach diesem Güterbahnhof da in Ina Kamina und da den Rest des Urans irgendwie. Achso, ja. Lass uns den Heli nehmen. Können wir. Ich will nur mal gerade kurz meine Punkte verteilen. So, gucken wir mal gerade, welche Mission das als nächstes wäre. Wie wäre eine Story-Mission? Wir haben diesmal vier Motorräder. Hä? Wir haben vier Motorräder. So gut. Na dann. Aber das, warte mal, das ist doch hier jetzt nicht der Güterbahnhof, wo wir hin sollen, oder nicht? Nein, 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 das war ein Motor des Trucks. War auch, ist ja quasi aber auch eine Story-Einsatz. Wir müssen den LKW stoppen und so. Aber wir können, warte mal, Güterbahnhof, ich muss gerade gucken, ob wir noch eine Story-Mission haben. Also ich sag mal so, da jetzt mit dem Motorrad hin. Die Frage ist, wo? Ja, wir sind mit dem Heli. Inca Kamina ist ja hier das Ding. Aber da habe ich noch keine Mission drauf. Einsatzunterstützung, Silent Spades. Da, ganz unten links. Story-Einsatz, Operation Silent Spade Chaos. Da, also du willst die Dinger machen jetzt. Aber wir könnten auch vielleicht, ich würde eher mal sagen, dass wir vielleicht auch mal gucken, dass wir ein paar von diesen Nebeneinsätzen machen. Die sollte man nicht vernachlässigen. Naja. Die bringen Punkte und ja, hier sind überall auch Fertigkeitspunkte und so, die hier rumliegen. Also die Mission, die du jetzt gerade gemacht hast, die da müssen wir in 2 Minuten da sein, ne? Da läuft oben eine Uhr. Das ist Info. Sein Assistent kümmert sich um das Resort. Also hier wäre noch eine Hauptmission. Das wäre quasi die nächste. Da brauchen wir aber nicht lange. Was ist jetzt markiert mit 2 Minuten? Weil bei 27. Na, der LKW. Bei mir ist jetzt wieder weg. So, den habe ich jetzt gerade nebenbei nicht. Markus, du bist da drauf auf dem LKW. Finden wir den Assistenten, ohne entdeckt zu werden. Das ist doch jetzt wieder was für einen Kevin hier, guck mal. Was? Eine Mission. Nur der da, dich. Ja. Wir können die machen, aber hier ist aber immer nicht so eine. Tredefreiheit. Finden Sie Gewerkschaftsführer der Cucaleros. Rechts mit 500 Erfahrungspunkte. Wir haben hier 2 Hauptmissionen auf jeden Fall. Wie ist es? Oder wir machen hier den Nebeneinsatz, die Medikamente erstmal. Sag was. Markus hat eben gesagt, wir sollen einen Nebeneinsatz machen, weil dann können wir nicht unterwegs quasi über die Straße fahren und den LKW abfangen. Der quasi über die Straße kommt. Dann müssen wir mal jetzt beeilen, losfahren. Ja dann. Fahren wir mal. Wir haben nur 800 Meter. Ja, ja, wie gesagt, da kommt jetzt der LKW gegen mit dem Heli im Schlepptau, mit dem roten. Wow! Ups! Was machst du denn da unten? Hör mal. Ist das jetzt wieder so ein Konvoi-Einsatz? Scheinbar.
Großbasis, da sind wir ja mit den Motorrädern richtig gut dabei. Das ist ja eine scheiß Idee, würde ich mal sagen. Oder? Da kommen wir nämlich gerade angefahren. Ja. Ja. Da ist halt Nahrungsvorräte, ne? Ja. Mit dem Heli. Wir sollten mal Gas geben. Die kommen jetzt hier angefahren gerade. Ja klar, die sehen uns ja auch. Wir standen ja zwar nur rum, aber... Ja. Das ist ja super hier. Wo seid ihr denn jetzt alle? Hä? Ach, das war ein anderer Konvoi. Das war ich der, den ich meinte. Also ich habe gesagt, wir fahren zu einer anderen Mission und da kommt ein Konvoi, also da. Okay, dann hatte ich das jetzt falsch verstanden. Ja, ja. Ich habe das so verstanden, dass das die Mission ist. Nein, ist sie nicht. Die ist hier links. Aber es ist alles. Oh, es ist alles rot. Alles. Nee, lila. Ja, manche. Ist das die gleiche Stelle, wo wir eben auch drin waren schon? Also nicht, ich steige das mal ab hier. Stehen Sie einen Hubschrauber, das können wir ja gut. Nimm mal das Ding, was da. War ja klar, Störsender. Na, Prost, Mahlzeit. Da oben ist ein Scharfschütze. War mal was. Der Scharfschütze ist schon down. Der eine zumindest. Hier links. Ja, sehr schön. Der andere auch. Erstmal wieder eine Lücke im Zaun zünden. Da sind zwei Leute auf jeden Fall. Und da ist Ziel Nummer 3. Hier unten steht auch einer ganz alleine, den könnte ich gerade ausschalten. Was genau, den meinte ich. Also ganz hinten links stehen ja, ist ja vom Heli steht auch noch einer alleine. Warte mal, das war noch was. Ich mach mal eben. Ich hab mal das Alarmsystem ausgeschaltet. Da ist ein Fünfter. Da ist ein Scharfschütze noch hinten. Ja. Siehst du den? Ich sehe nämlich nicht. Also ich sehe ihn schon, aber ich sehe nicht, wo genau der steht. Ich kümmere mich schon drum um die Scharfschützen. Okay. Beide auf den Türen. Den zweiten sehe ich. Den kriege ich. Okay, sollte ich mich zurückhalten. Der ist ein bisschen zu früh runter. Irgendwer ist entdeckt worden. Ja, Kev. Naja. Ich sag ja gerade, die Kugel ist dick zu weit früh runter. Als ich auf den Scharfschütze wollte. Hinten. Den da. Jetzt hat's mich auch gerade hier. Wobei ich gerade unterwegs bin, irgendwie zurückgezogen habe. Ach, alles klar, ich weiß, welche Mission das ist, ja.